Ja, wie Sie sehen, stehe ich hier vor unserer neuesten Maschine. Wir sind hier in einem Ackerbau-Grünlandgebiet. Nasse Böden, viel Lehm und Moor. Und deswegen haben wir uns schon sehr früh für diese Güttler-Kombination interessiert. Diese großen Vorteile für diese Güttler-Kombination sind für uns einfach dieses aufgelöste Verfahren. In unseren Gegenden ist das Grünland der Hauptfutterlieferant und deswegen ist es einfach immer wichtig, dass wir unsere Grünlandnarben auf gutem Niveau haben und ertragreich darstellen. Mit dieser Güttler-Kombination haben wir gute Erfahrungen gemacht und da wir diese vordere Frontwalze schon haben, haben wir uns überlegt mit der Firma Güttler zusammen, ob wir nicht mit einem Grubber dahinter auch die Maisbearbeitung in Hinsicht auf Fusarien, auf Frittfliege und sonstige Schädlinge preiswert bearbeiten können, so dass die Pflanze so zerstört wird, dass die Frittfliege keinen Anlaufpunkt mehr hat. Das Ergebnis sieht sehr gut aus und so können wir unsere Walze, die wir jetzt fürs Grünland einsetzen, ja auch gut für den Acker mit verwenden. Jetzt sind wir auf unseren Grünlandstandorten. Wie Sie sehen, hier oben ist noch reiner Lehm. Da unten geht es richtig tief ins Moor. Und um hier optimale Grasbestände hinzustellen, haben wir uns für diese Güttler-Maschine entschieden, weil sie einfach ein aufgelöstes Verfahren hat, eine optimale Gewichtsverteilung. Das alte Gras wird abgestriegelt und hinten kommen jedes Jahr mindestens 10 Kilogramm Grassaat als Nachsaat, so dass wir im Frühjahr einen ordentlichen Bestand auf unseren Flächen haben und wir auf eine gute Ernte hoffen können.